Und damit herzlich willkommen zu Time Splitters Future Perfect. Ja, wir fangen an und zwar das Jahr 2401 und da würde ich sagen, wir steigen ein. Los geht's. Wir schreiben das Jahr 2401. Genau. Die Menschen kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen ein Volk grausamer Kreaturen, die Time Splitters. Diese reisen mit Hilfe von Zeitkristallen durch unsere Geschichte und drohen, die Menschheit auszulöschen. Unsere letzte Hoffnung ruht auf einem kleinen Schiff, das sich in diesem Moment der Erde nähert. An Bord befinden sich 9 gestohlene Zeitkristalle, mit deren Hilfe die fähigsten Wissenschaftler der Erde die von ihnen gebaute Zeitmaschine zum Laufen bringen wollen. Plan? In der Vergangenheit nach dem Ursprung der Kristalle suchen und diese vernichten, um den Krieg zu beenden, bevor er überhaupt begonnen hat. Anflug auf Atmosphäre. Wiedereintrittssequenz initialisieren. Cortez. Sergeant Cortez, willkommen zu Hause, Sir. Ich stelle Sie zum General durch. Cortez! General, was zum Teufel ist da unten los? Die Splitters! Sie greifen uns an! Haben Sie sie, Cortez? Sind Sie an Bord? Ja, Sir, ich habe sie hier. Sie müssen sie hinbringen, Soldat! Da machen Sie sich mal keine Sorgen, ich... Triebwerkausfall auf Steuerbord. Notsystem wird gestartet. Verdammt! Tja, dann bin ich abgestürzt. Hey, da ist Sergeant Cortez und er lebt. Jo. Warum hängt der Verkehr herum? Kommen Sie, Cortez, auf die Beine! Oh, das muss doch wehtun. Alles okay, Sarge? Los, Sarge, wir müssen zur Basis zurück. Die Splitters scheinen ziemlich sauer auf Sie zu sein. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Hier, nehmen Sie diese Waffe, Sergeant. Los, hier entlang. Ja. Zentrale, bitte melden. Was? Schießen. Wir haben Sergeant Cortez gefunden. Er lebt und ist wohlauf. Wir kommen jetzt zurück. Roger, gute Arbeit. Bringen Sie ihn zurück. Das Paket ist unsere letzte Chance. Ja, das Paket ist unterwegs und das Paket bin ich. Der Rest der Einheit ist ausgeschwärmt, um unseren Rückzug zu sichern. Rückstart, Optionsmenü um die Steuerung. Nein, das habe ich schon eingestellt. Das ist nämlich auch so komisch, wenn die Steuerung, wenn man nach oben schaut, nach unten und bla und bla. Das ist dann, bei älteren Spielen okay, sollte man das umstellen, natürlich. Aufpassen, Marine, Sie kommen! Da sind noch mehr! Feind in Sicht! Es werden immer mehr! Nach wie vor bin ich kein Freund von Nachladen. Weiter feuern! Kommen Sie, Sarge, kommen Sie! Na, könnt ihr den nicht vorher erledigen? Leute! Hierher! Es sind zu viele, ich brauche Hilfe! Wir haben Jamesons. Ich hab sie nie gemacht, Cortez. Diese Kapuzentypen sind da! Schön, dass Sie zurück sind, Sarge. Wo ist eigentlich Corporal Hart? Corporal wer? Ach, vergiss es. Hier lang! Corporal Who? Das war dann wohl nichts. Ich hab sie nie gemacht, Cortez. Tut mir leid, aber wenn du im Weg stehst, dann schieß ich. Das Mutterschiff des Splitters stürzt ab. Ja!
Kommen Sie, Sarge! Ah, Cortez, Sie sind zurück! Kommen Sie her, schnell! Mann! Cortez, die haben uns hier festgenagelt! Wir können nicht weg! Miller! Verdammt, Miller hat's erwischt! Ja, den Miller hat's erwischt. Nehmen Sie das Scharfschützengewehr! Schuss, Cortez! Noch mehr? Es ist gleich da vorne, kommen Sie! Moment, Waffenwechsel. Bewegung! Wir müssen den Pass halten! Freund oder Feind? Timesplitter! Alles okay, Sarge? Timesplitter? Timesplitter sind das? Guter Schuss, Soldat! Weiter jetzt! Sein. Folgen Sie mir bitte. Okay. Na, ich bin ja schon da. Cortez, das wurde aber auch Zeit. Hier wimmelt es von Splitters. Klemmen Sie sich hinter das MG, aber zackig. Da kommen Sie! Sieht auf alle Sie kommen aus dem Westen. Sie kommen aus dem verdammten Westen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Voll Action hier. Habe ich das nicht schon mal? Irgendwann mal. Sag, da ist noch einer auf dem Felsen! Da drüben! Ich sehe es. Ah. Sind unsichtbar, Typen, Kunden. Alles aber auch geil mit der Munition. Die Verstärkung ist da. Feuer einstellen. Cortez, Feuer einstellen. Ja, ja, ist doch gut. Gute Arbeit, Cortez. Der General wartet, Sarge. Okay. Ab zur Basis. Wir versuchen, diese Bastarde aufzuhalten. Kommen Sie, Sarge, kommen Sie. Ich bin immer schneller wie ihr, ja. Sie kommen mir. Über die Felsen! Angriff! Stellung halten! Ah, wieder so eine Waffe, die überhitzt. Nehmen Sie! Weiter feuern! Dass Sie zurück sind, Sir. Los, Cortez, laufen Sie zur Basis. Wir können Sie nicht ewig aufhalten. Okay. Na dann. Ja, die Basis konnte nur hier sein. Sehr schön gemacht. Ich hab's noch nie gespielt. Future Perfect. General. Cortez, Sie haben es geschafft. Haben Sie sie? Ja, hier. Gut, bringen wir sie ins Labor. Unser Team hat entdeckt, dass die Kristalle bei Zeitreisen Energie abgeben. Also haben wir unsere Scanner neu kalibriert und können nun Gebiete orten, in denen die Kristalle aktiviert wurden. Und was glauben Sie dort zu finden? Alles, was uns zu ihrem Ursprung führt. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber mehr haben wir nicht. Ah, wir sind da. General. Cortez, das ist Anya. Unsere wissenschaftliche Leiterin. Sind Sie da drin? Wunderschön. Bringen Sie sie zur Maschine, damit wir anfangen können. Ich habe an mehreren Stellen Energierückstände gefunden, aber die höchste Konzentration ist genau hier. Das ist im Ozean. Nein, nicht ganz.
Früher war dort eine Insel, die allerdings 1924 bei einem Überfall zerstört wurde. Und wann wurden die Kristalle aktiviert? Das wissen wir nicht genau. Die Berechnung der Koordinaten der Energiepakete ist kein Problem. Aber wir haben keine Ahnung, wann es zu den Zeitsprüngen gekommen ist. Aber Sie vermuten jetzt, dass die Zeitsprünge mit der Zerstörung der Insel zusammenhängen, oder? Ganz genau. Hier, bitte stillhalten. Was ist das? Das ist ein Uplink zur Zeitmaschine. Sie werden jetzt die Insel noch vor ihrer Zerstörung erreichen. Tut mir leid, Cortez, aber ich muss meinen besten Mann dorthin schicken und das sind Sie. Dachte ich mir schon. Na gut, ich suche die Kristalle und verschwinde dann. Ist doch ein Kinderspiel. Viel Glück, Cortez. Danke. Ja. 1924. Jo. Was zum... Können Sie mir helfen? Sagen Sie, was suchen Sie eigentlich hier draußen? Ich muss unbedingt auf diese Insel da. Ist das Ihr Ernst? Hier wird doch bald alles in die Steinzeit gebombt. Von wem? Naja... Von der Navy natürlich. So ein Mist. Keine Sorge, wir haben noch etwas Zeit. Ich muss vorher noch jemanden auf der Insel finden. Die Navy greift erst an, wenn ich ihnen ein Zeichen gebe. Was? Das war meine beste Pfeife, ihr Banditen! Nein, nicht! Los, runter! Guter Schuss, alter Schwede. Die Knarre taugt dir überhaupt nichts. Aber ich fürchte, dass sie jetzt schlafende Hunde geweckt haben. Wieso? Was ist da los? Die Leuchtkugel war das Signal. Gleich wird's hier ziemlich ungemütlich für uns. Verdammt! Passen Sie auf! Wenn Sie uns heil an Land bringen... Dann helfe ich Ihnen, Ihren Freund zu suchen, okay? Einverstanden, Sir. Wird sofort erledigt. Wieso sollte man eine Insel zerbomben? Die Frage stellt sich mir, wieso sollte man das tun? Wir sollten das Beste aus der Sache machen, alter Schwede. Nehmen Sie die Waffe hier. Wir schlagen uns zur Burg durch. Wird schon schief gehen, Junge! Hey, hier ist Anya. Hören Sie mich? Falls es auf dieser Insel eine Mine gibt, ist der Eingang vermutlich in dieser Burg. Hier ist die Hölle los. Kommandant, hier ist feindliche... Und passen Sie auf. Ich fürchte, die wissen, dass wir hier sind. Ich bin hinter ihnen. Boah. Du gehst darüber und du darüber. Auf eure Post! Auf dem Hügel, Junge! Die haben sich da oben eingenistet, alter Junge. Als Offizier der britischen Armee schlage ich einen Frontalangriff vor. Attacke! Ich bin dabei. Mist! Ein verfluchtes MG-Nest! Alles klar, alter Schwede! Ich bin kein Schwede. Was ist denn los? Ah. Oh, er trifft das selbst, also kann ich mir doch sparen, das ist... Ach was! Oh, er steht in der Wand.
Schnell, hierher! Puh, ein hartes Stück Arbeit. Los, los, die Soldaten sind gelandet. Beeilung, wir müssen sie hier aufhalten. Oh, was kommt denn jetzt? Oh. Sie sitzen in der Falle. Attacke! Hier gibt's Probleme, Junge! Halt! Wenn wir das Teilgatter nicht heben können, gehen wir nirgends hin. Das hat keinen Sinn, Junge. Bewegt sich kein bisschen. Suchen Sie die Steuerung. Die ist bestimmt da oben. Nicht laden! Mann, jetzt habe ich Mist gebaut. Diese Waffe dürfte es in dieser Epoche gar nicht geben. Scheint eine Spezialanfertigung zu sein. Spezial ist immer gut. Weiter feuern! Steuerung, sieht das hier hinten so aus, oder? Gute Idee, alter Schwede, aber das ist das falsche Gatter. Wir dürfen keine Zeit verlieren, alter Schwede. Ach du liebe Zeit, was muss ich denn? Soll ich hier noch irgendwas hochholen? Oh. Naja, muss ich mich wohl erstmal umschauen. Da ist der Schalter für das Teilgatter. Jetzt können wir hier raus. Energie. Gute Show. Aber was ich damit hochholen könnte. Ah. Mist. Das Kanonenboot hat mich festgenagelt, Junge. Können Sie das Geschütz irgendwie lahmlegen? Ja. Wo war das jetzt? Das könnte die Steuerung des Krans dort sein. Ist es jetzt weg? Macht's das noch schlimmer? Ah, es liegt hier. Es ist. Schießt nach oben. Sie haben es geschafft. Okay, jetzt aber weiter. Na dann komm, jetzt ab geht's, auf geht's. Aha, da halten sogar die Pygmäen von Ulawonga mehr aus. Mensch! Oh. Was war da mit dem? Aha, was haben wir denn hier? Das ist in der Tat besser als zu laufen. Ja, das ist besser als zu laufen. Aber ich schaue mich nur noch mal um. Ich weiß, es ist hektisch. Juhu! Aha, das ist das Leben. Wind in den Haaren und eine dicke Knarre in der Hand. Oh, großartig. Weiter jetzt! Festhalten! Ah, ich komme! Wie damals im Krieg! Das waren noch Zeiten! Wer ist der Nächste, ne? Taxi!
Geh doch mal weg dort. Kruzifix. Ich muss hier irgendwo in Deckung. Cortez, ihr Uplink kann Objekte bewegen. Versuchen Sie es mal mit dem Hebel dort. Hey, ich weiß, dass Sie da drüben sind. Lassen Sie die Brücke runter, bevor ich ernsthaft böse werde. Oh, Alter. Was ist denn nur los mit dem? Oh, was ist jetzt mit... Cortez, ihr Uplink kann Objekte bewegen. Versuchen Sie es mal mit dem Hebel dort. Welcher Hebel? Welcher Hebel? Ah, es geht los. Danken Sie mir später. Ach was, wie haben Sie das gemacht? In ihm steckt mehr, als man denkt, hm? Meinen Sie, das Gerät könnte nützlich sein für, keine Ahnung, Bankräuber vielleicht? Ich brauche dringend, ja. Einen Medikit. Sprengstoff, Junge. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Tür. Ich habe das Gefühl, der Captain hat das schon mal gemacht. Oh, nichts wie weg. Das war nichts. Hey. Hier? Sie haben es geschafft, Junge! Oh, jetzt brauche ich die Waffe, die ist mir am liebsten. Da geht das Tor dahin! Da kommen Sie! Zeigen wir es Ihnen! Schön ist, dass er auch seinen Teil dazu beiträgt und doch jemand erschießt. Sind noch mehr. Hey, du! Ja, ist denn das? Geh doch mal weg. Das war nichts. Sie wären erledigt. Alter. Das regt mich doch gleich wieder auf. Ich muss einen Aussichtspunkt finden. Damit ich unseren Jungs das Signal geben kann. Wie wär's mit hier? Ah, das ist perfekt. Oh, wirklich schön. Hey, Typ. Das könnte was wert sein. Aha! Ah, es wird erstmal was geklaut, hier Aussichtspunkt, was gemacht wird. Aha, Leuchtkugeln. Ich kümmere mich um die Navy. Sie gehen weiter. Ah, okay. Ich hol sie schon ein, keine Sorge. Viel Glück, alter Schwede. Ich bin kein Schwede. wo soll ich jetzt hin? Okay, das ist ziemlich schnell, was ich hier mache. Okay. Hey, hier oben. Was? Aber du bist...
bist. Ich? Ich wusste, dass du das sagst. Hier. Ein Schlüssel? Aber wozu soll... Das findest du schon raus, aber gib ihn weiter, wenn du fertig bist. Hast du verstanden? Was zum Teufel war das eben? Keine Ahnung, aber das erfahren wir noch früh genug. Gib ihn weiter, ja, für die Tür. Ja. Ich? Immer ich. Ich bin der Beste, der Allerbeste. Ohne mich kein... Hallo da unten! Als ich die Schüsse hörte, wusste ich, dass Sie das sind. Wissen Sie was? Hier gibt es überall geheime Gänge. Sehr spannend. Egal, jetzt müssen Sie erstmal darauf. Ich bin dann weg. Es gibt da jemanden, den ich retten muss. Sehr unterhaltsam, die ganze Geschichte bis jetzt. Ja? Warum sind hier überall Wanzen? Wer ist der Kerl? Dein größter Albtraum. Aus der Zukunft. Oh. Bin ich denn hier gelandet? Tür ist versperrt, okay. Also ich kann wahrscheinlich auch andere Türen öffnen vielleicht. Eventuell. Worüber reden die da drin nur? Psst. Warum geben sie nicht den Befehl? Wir haben schon fast alles runtergeschickt. Hey! Runter! Da drin, Ich kann tatsächlich auch woanders rein, das ist schön. Sieht aus, als würden wir länger hier bleiben, Sir. Wir haben den Kontakt zu den Verteidigern unten am Strand verloren. Sicher sind schon Soldaten unterwegs hierher. Außerdem sind zwei Männer in die Burg eingedrungen. Wir suchen sie noch. Sie könnten etwas mit diesem... Auf dem Balkon! Schnappt ihn euch! Holt ihn da runter! Da ist die Anführer. Wenn jemand von den Kristallen weiß, dann er. Abheben Sie sich hin! Kommt! Dräng mich nicht! Alter, wo kommt denn der jetzt her? Mann! Sorry, dass ich so laut bin wieder. Aber es ist eben auch manchmal. Tür ist versperrt. Er entkommt, also. Das ist immer so. Da denke ich mir immer, ach Mann. Schon wieder Zeitlimit. Wow! Sehen Sie sich das an! Hey, bin das nicht ich? Sieht fast so aus. Ja, und da unten war ich, als mir mein anderes Ich den Schlüssel gegeben hatte. Klar, das ist ein Wurmloch. Die vielen Zeitreisen müssen das Zeitfeld destabilisiert haben. Ihr zukünftiges Ich... Cortez, warte Sie! Psst, hey! Hier oben! Was? Aber... Du bist ich? Ich wusste, dass du das sagst. Hier! Ein Schlüssel? Aber wozu soll... Das findest du schon raus, aber gib ihn weiter, wenn du fertig bist. Hast du verstanden? Ha, das war echt cool, oder? Cortez, Sie können doch nicht einfach durch Wurmlöcher laufen. Die sind gefährlich. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Cortez, jedes Mal, wenn Sie in einer Zeitschleife mit sich selbst interagieren, riskieren Sie ein Zeitparadoxon. Ha, keine Sorge, ich pass schon auf. Sehr seltsam. Aber auch schon wieder fast... Fast logisch. Aber nur fast. Oh je. So, okay. Da bin ich immer gespannt, wie das mit dem Zeitfenster. Hey! Oh.
Ihr habt sich so mit Sterben, oder? Oh, Alter! Dieses Nachgelade. I hate it so much. Komm ich hier? Nein. Ich schätze, ich muss weiter nach oben. Vorn. MP. Rakete. Ah. Komme ich da durchstehen? Hat schöne Menge Blut. What the? Ah, das ist die wahrscheinlich Überwachungsanlage, oder? Kann das sein? Also praktisch wie eine Überwachungskamera, die wie wir sie so kennen. Ja, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo es lang geht. Denn irgendwo... war doch... Ah, das kann doch nur... Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, hier bin ich richtig. Rühr dich nicht von der Stelle, Darling. Ich hole Hilfe. Ah, Sie sind das. Großartig. Ich habe meine Assistentin gefunden, aber sie ist eingesperrt und ich finde den verfluchten Schlüssel nicht. Können Sie mir helfen, alter Schwede? Sprengen fällt aus. Die Druckwelle würde sie umbringen. Außerdem hasst sie Explosionen. Hm. Es muss einen anderen Weg geben. Ja. Ich werde schon einen Weg finden. Jetzt ist Öl ausgelaufen. Aber sollte ich Sie haben es geschafft! Großartig! Kolossal! Bist du okay, Darling? Haben sie dir was angetan? Sie haben dich wozu gezwungen? Wie einen Affen? Diese Schurken! Ich finde, wir sollten jetzt lieber gehen, alter Junge. Danke nochmal für Ihre Hilfe und viel Glück bei allem, was Sie hier eigentlich vorhatten. Wiedersehen. Machen wir einfach weiter, Cortez. Wir müssen einen Weg unter die Burg finden. Dort scheinen alle hinzuwollen. Okay, ein Weg unter die Burg. Was ist denn jetzt? Wieso komme ich ja nicht durch? Ich komme hier nicht durch, weil das hier liegt. Der Panzer steht. Das ist Ihre Chance, näher ranzukommen. Bringen Sie am Heck des Panzers die Sprengsätze an. Ich komme hier nicht durch.
komme hier nicht durch. Das war sehr dumm. Oh, Alter, jetzt macht der macht auch noch das kaputt. Ach komm, zieh doch mal eine ordentliche Waffe. Ich hab den doch auch so erwischt. Leicht Zweifel. Der General sagt, sie soll mit dem Quatsch aufhören und sich beeilen. Los! Nein, ich brauche auch noch Energie. Wenn ich die irgendwo finde, dann nehme ich das natürlich mit. Gute Vor. Der Aufzug geht weiter nach unten. Unsere Freunde scheinen etwas zu verbergen. Was ist denn jetzt? Aufhören mit dem Quatsch. Nein, ich kann nicht aufhören. Aber meine Energie ist schlecht. Wir müssen rausfinden, was hier gespielt wird. Oh. Wo sind wir hier? Auf jeden Fall. Nein, das sieht aus, als wenn der Dampf mir nichts Gutes tut. Dann, wenn man Energie braucht, findet man keine. Geht's hier runter, oder? Erledigt. Cool. Neuer Charakter verfügbar. Neuer Charakter. Hab ich nicht gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen? Oh, Enya, haben Sie das gesehen? Ja, aber was macht ein Mensch mit einem Zeitwandler? Keine Ahnung, aber da, wo er ist, sind auch die Kristalle. Wir wissen doch nicht mal, wohin er gesprungen ist. Könnte das weiterhelfen? Mhm. Wenn ich das Foto einscanne, könnte ich die Landschaft mit unserer topografischen Datenbank vergleichen. Wenn ich dann die Entfernung und Höhe der Gebäude trianguliere und die Daten mit der Architektur vergleiche, könnte ich vielleicht ein paar Zielpunkte berechnen. Wie wär's mit dem Bahnhof Stanislav am 4. September 1969? Was? Das steht auf der Rückseite. Naja, ist mir auch recht. Ich gebe sofort die Koordinaten in die Zeitmaschine ein. Cortez, sind Sie bereit? Ja, an die Arbeit! Genau, wie auch immer. Ja, enthusiastisch bin ich ja mal ganz schön, ja. Wow! Verdammt! Wow, Mann! Bist du etwa echt? Finger weg! Hey, nur die Ruhe, Junge! Wer bist du? Ich bin Tipper, Mann! Harry Tipper! Psst! Hey, sei bloß vorsichtig, Mann! Wer ist das? Dieser Fettsack da ist Carlos! Der Fett, ne? Der Kerl im grünen Anzug? Was?
Nein, Mann. Der Kerl im weißen Anzug ist Kellis. Er hat mein Mädchen entführt, weil ich seine Weltherrschaftspläne durchkreuzt habe. Alles klar. Und wer ist der andere? Der? Weiß ich auch nicht, Mann. Der ist hier vor ein paar Monaten aufgetaucht. Einfach so aus dem Nichts. Ein abgefahrener Guru. Bruderschaft der Ultratechnik oder irgend so was Verrücktes. Ach, und was will der hier? Es heißt, dass Kellis ihm eine Armee besorgt. Und was kriegt er dafür? Das ewige Leben. Das ewige Leben? Ja, abgefahren, oder? Hey, wo gehst du hin, Mann? An die Arbeit. Aua, das ist total daneben, Mann. Wenn meine Informationen stimmen, hat Kellis den Franzosen eine Atomrakete geklaut, mit der er den Dritten Weltkrieg anzetteln will. Wir müssen rechtzeitig dort sein, um die Welt zu retten. Wir müssen die Wachen loswerden, Spaceman. Wieso zeigst du mir nicht, was du kannst? Erledige die Kerle, ohne entdeckt zu werden. Okay. Ohne entdeckt zu werden, ja. Schleichpassagen, oder? Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder ganz schön weit gekommen. Ja, Future Perfect, wer hätte gedacht, dass mir das so gut gefällt. Es war übrigens im Xbox Game Pass für 2,49 Euro drin. Warum da nicht zuschlagen? Ja, ist ja ganz normal. Ja. Auch wenn ich hier nichts verdiene, muss ich das mal so nebenbei erwähnen. Ich werde nicht von Microsoft bezahlt, nein. Ja, okay. Dann würde ich sagen, erstmal mache ich Schluss hier an der Stelle und das nächste Mal geht es mit dem Typen hier weiter. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es kostet nichts, es ist einfach, ja. Und es folgt auf jeden Fall noch mehr. Und an der Stelle, bis zum nächsten Mal hier bei Timesplitters Future Perfect. Ich bin weg. Tschüss.